Turmboden. Olim hockt im Gebälk. Wo ist Severin? In dies Turmgehäuse dringt er mir nicht. Verfolgte er mich über alle Treppen? Bis unter den Dachboden. Da verließen ihn die Kräfte. Noch hinsinken beschwor er die Belagerung. Belagerung? Mit vollkommener Entziehung der Nahrungsmittel. Das ist doch ungeheuerlich. Dass einer einem das Leben aushungert? Es ist das Übliche, Herr Olim. Man müsste Hilfe holen. Wen? Trösten wir uns ein bisschen. Vorerst, gehungert wird nicht. Es wird täglich gespeist. Keine vielen Schüsseln, denn die könnte ich nicht heraufschleppen in alle Heimlichkeit. Das wollen Sie für mich tun? Wenn auch Sie etwas für mich tun? Alles. Unterschreiben Sie mir das. Ja. Ja. Jetzt kann Herr Severin sein Mütchen kühlen. Er wird sich mit der Zeit besänftigen. Er braucht nur Zeit, um klare Einsicht in die Dinge zu gewinnen. Sowas muss wachsen. Vielleicht muss man verhindern, dass Sie ausbrechen und Unheil anrichten, wo es nicht beliebt ist. Was brauchen Sie, die Schlüssel? Den Schlüssel? Aufschließen! Es ist wichtig, was ich ihm zu sagen habe. Ob er das kann, in meine Brust. Ich halte sie ihm hin. Ich fürchte mich vor seinem Zorn nicht mehr. Aufschließen! Kellerraum. An einer Säule in der Mitte steht Severin mit Ketten gefesselt. Die vier Burschen hocken auf den Steinfliesen. Odysseus an den Mast des Schiffes ließ mit Seilen um den Leib sich schnüren, an dem Inselstrande der Sirenen, die mit süßem Liederklang verführen. Dass wer hinhört, seine Fahrt beendet und mit Eile lässt sein Fahrzeug stranden, ihn treibt die Begierde bei den Wesen, die so lockend singen, rasch zu landen, um von dem Getier mit Menschenköpfen und mit Klauen unterm Vogelleibe gleich zerfetzt zu sein, zu spät zur Einsicht, dass man ferne den Sirenen bleibe. Es fallen diese Ketten ab, wenn's an der Zeit ist. Schließt von außen ab und nehmt den Schlüssel mit. Wann wird sich das in meinem Blute ändern? Ich kann nicht das Wachs ins Ohr mir träufeln, um mich zu verschließen diesem Rauschen. In mir quillt es und ich bin verurteilt. Den Sirenen meines Zorns zu lauschen. Welle schlug um Welle meines Blutes, alles drängt in heißem Strom nach oben. Wann veräben diese Fieberfluten? Wann beruhigt sich das wüste Toben? Soll ich lange warten auf das Zeichen, bis von selber fallen meine Ketten? Dann begreife ich, dass es gelungen, mich doch endlich vor mir selbst.